Ja, also die Grand Opera ist zu Unrecht ein zu wenig bekanntes Genre in unseren Breitengraden. Es ist Tragödie, Komödie, es ist Revue, Operette. Wir haben gesagt, dass die Hugenotten, die eigentlich in dem Stück kaum vorkommen, außer dem Protagonisten Raoul mit seinem Diener Marcel, dem haben wir eigentlich die Titelhelden dieser Oper, die Hugenotten, die haben wir dazu erfunden. Und zwar in Form einer untoten Gemeinschaft. Das ist eine Ebene und man kann das Genre der Grand Opera auch ein bisschen vergleichen mit den Fernsehserien von heute, die auch auf einem oft auf historischen Hintergrund beruhen, aber auch dann trotzdem alles erfunden ist. Da haben wir zusammen mit Anna Fiebrock, der Bühnen- und Kostümbildnerin, zum Anlass genommen, das zusammenzufügen zu verschiedenen Erzählebenen. What I find interesting about this opera was it was the most popular opera of 19th century, and now mostly people even don't know that it exists. It's the polar opposite of that. It's very entertaining in a good meaning of this word. I would say this opera is more about this spectacle, this going out to theater, the event of it. It has its own genre, so to say. You know, this bel canto a little bit, this style, the beautiful singing. This virtuoso passages, coloraturas. You know, just these fantastic big choir scenes. And it's just filled with beautiful music and, yeah, full of champagne. It's also there. Also es ist immer etwas Tolles, wenn man eine Arbeit, die man schon mal gemacht hat, einfach nochmal draufschauen kann. Und jetzt sind einfach seither so viele massive Dinge in unserer Weltgeschichte passiert. Das hat mich jetzt beim Wieder-Draufschauen sehr beschäftigt. Und auch wenn es immer nur eine Metapher ist für das, was in unserer Wirklichkeit passiert.